Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht's ums Hacken auf der Konsole. Wer dachte, dass das nicht möglich ist, der hat sich gewaltig geirrt. Es kursieren seit einigen Tagen einige Videos darüber, wie sich Leute oder vielleicht einer nur so richtig schön im Ranked austobt. Ich blende euch mal eine Statistik eines Hackers ein. Ich habe auch Bildmaterial aus der Sicht der Opfer. Das kommt einem so vor, als wäre das Spiel gecrashed. Dann sind mehrere Leute, glaube ich, gefreezed. Der Hacker selber ist auch zu sehen als Core-Stick-Spieler. Steht er da, ist gefreezed und es passiert nichts. Er bekommt aber scheinbar wohl einen Kill nach dem anderen. Ich blende euch einfach mal die Statistik ein. Er hat einfach mal 76 Total Games, 72 Wins, 746 Kills, 0 Tode. Und so weiter. Es ist absolut. Der muss sich wirklich für den krassesten Penis der Welt halten. Ich weiß nicht, was das für ein ekelhafter Spinner ist. Es gibt leider auf der Konsole keine Möglichkeit, Leute zu melden. Ich weiß bis heute nicht, warum diese Funktion nicht im Spiel ist. Es gibt noch ein anderes Video auf Twitter. Das kann ich euch leider nur verlinken. Das kann sein, dass das ähnlich funktioniert. Dort seht ihr ein Squad. Das Match hat gerade erst auf dem Kings Canyon begonnen. Die landen, looten und auf einmal nach ein paar Sekunden hast du dann mega Killfeed, als würden alle von der Map fallen. Und auf einmal sind die nur noch alleine. Und ein paar Sekunden später sind sie Champion. Die selber sind nicht die Hacker. Das Bildmaterial, was ich sonst für euch hier habe, zeigt, wie gesagt, den Hacker, den Core-Stick, bei dem Bloodhound-Spot auf dem World's Edge. Der ist, wie gesagt, gefreezed. Du kannst nichts machen. Die Spieler, die Opfer, die fliegen mehrmals aus der Runde und werden wieder connected. Das ist irgend so eine Art DDoS-Attacke. Dieser Hack funktioniert über PC. Wie genau? Ich habe was gefunden. Ist unwichtig. Ich möchte es auch niemandem nahelegen, das selber zu testen. Das kommt sowieso irgendwann raus, dann werdet ihr gebannt. Es muss auf jeden Fall irgendein Spinner sein, der alle paar Tage oder alle paar Wochen seinen Account wechselt und muss sich wahrscheinlich richtig mega darauf einen runterholen, dass er die Leute richtig ärgert. Das soll wohl hauptsächlich im Ranked so passieren. Soweit zu meinem Gequatsche. Wie gesagt, ich verlinke euch das kurze Video von dem Twitter-Kanal. Einfach mal in der Beschreibung, könnt ihr selber gucken. Ich kann es ja leider nicht einfügen. Ich könnte es euch einblenden, aber die Qualität wäre dann echt mies. Schaut es auf dem Handy. Das ist das Beste, was ihr da machen könnt. Jetzt blende ich euch auf jeden Fall nach meinem ganzen Drumherum-Erzähle das Video von, ich glaube, es ist ein amerikanisches Spot, die Opfer sind. Es ist auf jeden Fall sehr interessant und sehr ekelhaft zugleich. Das soll es soweit von mir gewesen sein. Ich hoffe, dass demnächst eine Meldefunktion kommt, falls euch das mal passiert ist oder passiert. Ich habe es jetzt übrigens in den letzten Tagen öfter mal gesehen. Fall from Map, so oft passiert das nicht. Ich habe es auch von anderen schon gehört, dass das jetzt wohl öfter passiert. Gebt mir mal ein Feedback in den Kommentaren, ob ihr da mal was beobachtet habt in den letzten Tagen oder ob ihr mal gefreezed worden seid und dadurch ganz easy abgeknallt worden konntet. Sorry für meinen Sprachfasching, ist gerade sehr, sehr früh am Morgen. Das soll es soweit von mir gewesen sein. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Videomaterial, was jetzt hier gleich noch folgt, sagt. Achso, und bevor ich mich verabschiede, zieht es euch am besten wirklich ganz bis zum Schluss rein. Ihr kennt das ja, wenn ihr abgeknallt werdet, könnt ihr eurem Gegner zuschauen, wie er spielt. Und dort sieht man dann, wie der Hacker sich bewegt. Er teabaggt sogar seine gefreezten Teammates, als wäre er der absolute Gangster. Das ist so ein lächerlicher Spinner. Mir fehlen ganz ehrlich für solche Idioten völlig die Worte. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Daumen da lassen, Abo da lassen, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Haut rein, ciao. A shit ton. Oh, it's the fucking barcode, bro! Oh my god. Fuck! Did we lose points? Yes. He killed us. Did we really? Here. Yeah, he kills us here. Deadass. What a fucking bitch, bro. I'm fucking weak. What a fucking bitch, dude. Burnt the wrong motherfucker. I'm trying to. I ain't died. I'm alive. Yeah, I ain't died, but it's just glitched. He's still in front of me, just standing here. Yeah, it's just glitched. Wow, yo, this is a scary ass sight. It is, bro. Yep, and he's a caustic too. Gimme, I've been spotted. This is
fucking retarded. What if it's not him? It's him. Run. Cause he would have killed us by now. No, it's him. I'm running. I promise you that's him. What's barcode? I don't even... Does somebody like freeze the service or shit? He DDoSes him. Go. So this is right now. Yeah. I'm about to go back to pubs, I swear to God. Get out. Out. It's probably just connects again and bring us back in before we get yeah, another code net. I'm restarting code my code. Game. No. It's gonna put you back in. No code net. You it's gonna do the same in. Shit? Yeah. When you get in, just fuck. Abandonment and fucking more fucking RP loss. Yeah. Now dying. Yep, I'm oh dead. Yeah, I'm dead. Yeah, the results have come in. 31 Pred, baby! Look at him! Wait, I gotta turn my shit off just so I can see the name. It's barcode. It's just a barcode. Yeah. It's gonna spectate, it's barcode. It's corrupted and most motherfucking bitch, bro. He's using his own teammates, bro.